Mei, war das gestern ein pudriger Tag. In der Früh mit dem Radl ins Sprintzimmer gefahren, schwimmen, in der Sonne gelegen, gesund, nette Mädel rundum und um und dann am chinesischen Turm ein Messer getrunken. Vorher noch auf der Auer durchgewiesen, die alten Sachen angeschaut, junge Mädel, alte Möbel, eine gute Kombination, aber dann im Biergarten. Der Anruf aus Heidenheim. Bitte! 0-0, eine Viertelstunde vor Schluss, ich habe mir gedacht, ein 0-0, da können wir leben damit. Das ist doch keine gemeine Wiesn. Wunderbar, 30.000 gegen Freiburg, alles war gut. Dann, 5 Minuten Pause, ich hole mir ein neues Bier, kommt der Spezi, ein Bayern-Fan, rennt daher, sagt er, sag ich, du schau mal, wie das Spiel ausgegangen ist, sagt er, magst du das wissen? Ich habe gesagt, ich tippe eins, wie wir heute nehmen, und was war, eins, wie wir heute nehmen. Und wer war die Schuld? Nicht bloß mir, auch diese verdammt kreisligen, krätzigen roten Stutzen. Da habe ich gesagt, du, rauter Lumpen, habe ich gesagt, und wir haben rote Stutzen noch. Das kann doch nicht gut gehen. Also da müssen wir normal, da die sagen, beim DFB oder wer da verantwortlich ist, DFL oder was weiß ich, müssen wir bei Beschwerde einlegen. Weil wenn 60 mit roten Stutzen spielen muss, ist ungefähr so, als wären wir so drei Mann vom Blattstein. Eine Katastrophe. Und dann haben wir natürlich noch gesehen, nicht bloß die roten Stutzen haben uns knack gebracht, die Mannschaft, die ist einfach zu schwach. Wir brauchen den Mittelfeldmann, nichts gegen den Adlung, ist ein super Kerl, aber mit der Haus hinein, Vorbild Löwe, alles. Aber wenn er halt der Ball jetzt mal wegspringt, sind fix. Wir brauchen einen, der Spelli spielt, der einen Arsch wackelt, dass wir da irgendwo reinlaufen können. Der Gegner läuft ins Leere, weil der gute Mittelfeldspieler mit dem Arsch wackelt. Ein Stürmer brauchen wir. Wir brauchen neue Leute, Poschner. Du musst doch lernen aus deinen Fehlern. Kauf halt ein. Das sagen werden doch alle seiniger, die Spieler. Je länger das man wartet, desto mehr Geld müssen wir ausgeben. Und der Geld müsste nach meiner Rechnung, ich bin auch Kaufmann, von der Rechnung müsste doch da sein. Weigel 300.000, dann da 3 Millionen, 300.000 sage ich 3 Millionen, dann der Bobby Wood 800.000 und dann das Geld, wo wir gespart haben, an Spieler, wo wir hergegeben haben, das Club, die wir nichts gedankt haben, haben wir einen Haufen Spielergehälter gespart. Wir müssen investieren. Na doch, sparen wir am verkehrten Ort, wie wir jetzt sagen, nein, wir kaufen nichts. Ich sage euch gleich, der Abstieg. Der ist ein Vorprogramm. Mit der Mannschaft, die waren die Besten. Zusammenhalt super. Der Willi ist ja da. Aber wenn es halt fußballerisch nicht reicht, wieder mal gegen Heidenheim. Heidenheim war ein paar Jahre noch in der dritten, vierten Liga umeinander gekickt. Die waren ein Bayernverein, ein Dorfverein. Da sind wir mit der zweiten hingefahren. Und jetzt hauen uns die mit der ersten Mannschaft, hauen unsere erste hinaus. 1-0. Die waren nicht besser, die haben bloß ein Tor mehr geschossen. Also, Löwen, bitte reißt euch zusammen. Siehst du selber, 200 Löwenfans waren wieder dabei, feiern die Mannschaft an. Wir würden ja gerne ins Stadion gehen, aber wir wollen halt ab und zu eine geile Stimmung haben. Und einen Erfolg auch noch. Mal gewinnen, aber kannst du halt noch bitte ein. 1, 2, 3 Spieler brauchen wir. Mittelfeld mindestens einen, Sturm mindestens einen. Warum Emerson nicht? Hackgott, nein. Am liebsten reiß ich mein Geldbeutel aus, durch mein Geldbeutel ein paar hundert raus, dass wir einkaufen. Geld muss da sein. Sei fix. Himmel, Herrgott, Sakrament. Am Anfang der Saison, ich muss mich schon wieder aufregen. Ich habe mir alles ganz anders vorgestellt. Ruhig, entspannt, gewinnen, lachen, viel Zuschauer im Stadion. Von was träumen wir Löwenfans eigentlich? Nur vom Schönen. Träume sind schön, aber wir könnten es verwirklichen. Wenn wir was sehen, sei fix. Thank you.